Ab 1973 wird der Stadtbahnwagen B angeschafft. In verschiedenen Bauserien kommen bis 1996 172 Hochflurzüge auf die Gleise. Die Station Schönhauser Straße ist die letzte am Rhein der ehemaligen KBE. Vor Ubierring wird die alte Trasse verlassen. Für das Niederflurnetz werden ab 1995 124 Stadtbahnwagen des Typs K4000 in Dienst gestellt. Die neuen Züge gehören zur Flexity-Swift-Familie von Bombardier Transportation. Halt für einen Zug der Linie 7 an der Station Deutzer Freiheit. In den Jahren 2005 bis 2007 wird die Niederflurflotte um 69 Fahrzeuge des Typs K4500 aufgestockt. Zwei Züge dieses Typs sind auf der Linie 15 nach Chorweiler unterwegs. Auch die Hochflurflotte bekommt Zuwachs. Ab 2002 wird die Reihe K5000 auf die Gleise gestellt. 59 Züge gibt es von ihnen. Hier der neue Zug auf Probefahrt. Das Kölner Stadtbahnnetz hat eine Streckenlänge von fast 195 Kilometern. 27 davon verlaufen im Tunnel und 5 als Hochbahn. So auch ein Teil der Linie 13 zwischen Hollweide und Sülzgürtel. Halt in der Station Amsterdamer Straße auf der sogenannten Gürtelhochbahn. Eine Etage tiefer rollt die Linie 16 zwischen Bad Godesberg und Niel. Seit 1951 überspannt die Mülheimer Brücke den Rhein. Zwei Stadtbahnlinien überqueren sie. Die Station Wiener Platz im Stadtteil Mülheim liegt unter der Erde. Über eine steile Rampe mühen sich die Züge an die Oberfläche. Im Innenstadttunnel fahren seit 1970 Stadtbahnen. 4 Jahre später werden wieder neue Tunnelstrecken in Betrieb genommen. Gleich 8 unterirdische Stationen gehören dazu. Auch der Bahnhof Hansaring.
Auch die heute größte Station gehört dazu, der Bahnhof Ebertplatz. Auf zwei Richtungsbahnsteigen kann hier umgestiegen werden. Im Minutentakt kommen die Züge an und fahren wieder ab. Im März 2009 hat die Zukunft des Kölner U-Bahn-Baus einen herben Rückschlag erlitten. Durch Erdbewegungen beim Bau der neuen Nord-Süd-Stadtbahn ist es am Weidmarkt zum Einsturz des historischen Stadtarchivs und zweier angrenzender Gebäude gekommen. Zwei Menschen mussten ihr Leben lassen. Bis heute ist unklar, wann die neue Stadtbahnstrecke in Betrieb gehen wird. Seit 1973 wird die Trabantenstadt im Norden Kölns, Chorweiler, von der Stadtbahn erreicht. Die Linie 15 aus Ubiering hat hier ihre Endstation.